Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück voller Motivation zu einer neuen Folge 500 Chunks to Success mit der lieben MG. Hallo! Der mich hier zwingt, diese Map zu springen. Ja, zumindest aber hast du deine Motivation wiedergefunden. Was heißt gefunden? Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich überhaupt nicht motiviert. Aber ich habe mir so gedacht, du musst dich heute irgendwie motivieren. Du musst heute... Du musst, genau, weil du musst. Haha, weil du musst. Nein, jetzt falle ich hier runter. Nein. Tschüss. Ich mache hier meinen ersten Todroid schon. Läuft bei mir. Hast du gleich den Jump geschafft, oder wie? Nee. Nein. Ich dachte schon, weil du dich so gefreut hast. Nee. Oh, ich war auf der Leiter. Hey, immerhin, zweiter Jump und ich lande schon mal an der Leiter. Ja, da habe ich gerade meine Probleme mit, dass ich an der Leiter lande. Ach verdammt, falsche Ecke. Das ist aber blöd, wenn es die falsche Ecke ist. Nein, ich gehe rückwärts wieder runter. Oh, ich war oben. Das habt ihr alle gesehen, ich war oben. Geht's jetzt? Und dann falle ich wieder runter, auf eigener Dummheit. Und? Ja, weil ich's kann, ne? Oh, ich bin nicht gesprungen. Ich glaube ja, dass ich diesen Jump hier nicht schaffen werde, aber ich... Nein! Ich war schon wieder auf der Leiter. Ja, dann kommst du auch gleich rüber. So. Ups. Meinst du? Ja, gehe ich stark von aus. Gehe ich sehr stark von aus. Oh. So, ich werde mir jetzt Darf nicht... Ich? Nee, ja, ich muss... Ja, ja, du kannst den Spawnpoint auf der Leiter setzen. Ich muss erstmal auf die Leiter kommen. Nein! Mimi! Wiederbeleben. Oh. Ich lande halt immer auf der Leiter. Dann ist vorbei. Auf der Leiter, auf der Lauer, ne? Irgendwie so. Ja. Oh, zu schräg und die Leiter geteacht. Hallo, Blobs. Na? Da bin ich auf bleib immer länger auf der Leiter, aber ich bleib halt dann nicht ganz droben. Das ist halt irgendwie aber so. Aber wenn du immer länger und länger oben bleibst, bleibst du irgendwann ganz oben, ne? Meinst du? Rein logischerweise, wenn du länger auf der Leiter bleibst, dann schon. Okay. Oh Mann. Du hast ja gesagt, du bleibst ja immer länger drauf. Oh. Ich hab so Angst, dass ich den Sprung nie schaffen werde. Den schaffst du. Ich glaube an dich. Das ist gut. Ich hab halt, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also das ist echt dämlicher Sprung. So, na, du musst dich halt schnell genug eindrehen. Ja, das mache ich. Ja. Oh, jetzt bin ich nicht gejumpt. Sehr gut. Ah, da bringt dir dann Eindrehen auch nichts. Nee. Das habe ich auch gehört. No. Vor allem dieser Moment, ne, du merkst, du bist auf der Leiter und dann fällst du runter und denkst du so, yo. Yo, da fällt man. Yo, läuft bei mir. Oh, es ist wieder ein Creeper explodiert. Das Loch unten könnte größer geworden sein. Ach komm, ey. So ein Vierersprung ist assi. Hey, aber dafür läuft der Server heute. Nein. Ja, könnte daran... Ja, heute läuft der Server. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich dachte jetzt kurzzeitig, weil letztes Mal doch der Upload noch gelaufen ist. Ja, aber das, das kann es nicht sein, weil es ist ja ein Server. Ja, klar. Ich bleib nicht auf der Leiter, ich versteh's nicht. Musst du gegen manövrieren. So. Ja, ich versuch's jetzt schon in die andere Richtung zu steuern, aber es bringt auch nichts. Ich hätte echt mir deinen Part anschauen sollen, wie du das gemacht hast, aber das bringt mir auch nichts. Nee, nicht wirklich, weil du ja nicht mitkriegst, wann ich was drücke. Ja. Was ich auch schon gehört habe, man bleibt tendenziell eher an der Leiter hängen, wenn man hochguckt. Hochguckt? Ja. Nicht runter, sondern hoch. Guck ja auch nicht runter. Ja, umso höher, desto besser. Ich bin, glaube ich, auch... Hallo! Ja, Spawnpoint. Wirklich? Ja. Spawnpoint. Die anderen sind ja mehr oder weniger Pillepalle. Nein! Doch nicht? Also, ich dachte eigentlich... Wow. Ich dachte eigentlich, ich hätte es geschafft. Aber?
Aber ich bin irgendwie wieder runter und ich weiß nicht wie. Wieso? Alter, wo geht's denn jetzt weiter? Den Block darüber. Darüber. Dreh dich um! Den. Ja. Und die Ecke anvisieren. Die obere Ecke anvisieren und da drauf. Genau. Okay. Dann geht das. Nein! Mimimi. Ich glaube halt Oh nicht, dass ich an Gott. die Leiter da drin springen muss. Ja, mal gucken. Vielleicht ist die Leiter doch des Rätsels Lösung. Ja. Ha, irgendwie komme ich dabei nicht drauf, ne? Uah, ich habe die Leiter übersehen, verdammt. Oh. Hi! Was denn? Sauber. Oh, wenigstens ist da die Leiter drunter. Ja, da kann man nicht gleich wieder runterpurzeln. Was mache ich denn? Oh! Ich ha. Wieso machst du es nicht? Warum Setz dir halt auf jedem Block einen Spawnpoint. Bis du bin ich hier nicht bist gesprungen? bei mir. So halt. Ich wollte es dir nur vorgeschlagen haben. Warum? Ich will ja nicht, dass deine Motivation total wieder in den Keller geht, ne? Das Schlimme ist, da ich das Projekt bei mir ja noch nicht hochlade, weiß ich nicht, was meine Nein! Zuschauer dazu sagen, dass Pupp! ich mir hier Spawnpoints setze. Das ist natürlich blöd, aber ein paar Abonnenten von dir sind ja auch bei mir und die sagen, ja, ist eine gute Idee gewesen. Dann, Echt? ja. Weil bei der Mauer haben sie sich schon beschwert, oh, das dauert schon so lange und Na, es wird echt? irgendwie, ja. Na dann. Dann ist es ja fast schon legitim. Poink. Oh mein Gott, ich habe ein Spawnpoint-Legitimationsgedönse bekommen. Geil. Ja, aber erstmal so Nö. tryen, ne? Ja, klar. So, wie zum Beispiel hier setze ich mir schon mal einen Spawnpoint. Wie du auch. Habe ich doch eh schon. Schatz, überleg doch mal. So kann ich jetzt in Dauerschleife den hier probieren. Mittlerweile fällt man schon hübsch lange. Ja. Ach, den schaffst du nicht? Ich weiß auch nicht wieso. Es ist zwar eine Leiter an der Seite, ich weiß aber nicht, ob die des Rätsels Lösung ist. Da ist ein Schild. Ja, no leathers this time. Ja, der sagt, dass da keine Leiter da ist Da ist aber diesmal. seitlich eine Leiter dran. Ja, aber das soll vielleicht heißen, dass du die Leiter nicht nutzen sollst. Das dachte ich mir halt eben auch und deswegen habe ich die Leiter nicht genutzt. Und jetzt? Jetzt denke ich mir halt so, jetzt vielleicht trollt mich der Map-Ersteller. Kann ja gut und Das? gerne sein. Was denn? Du bist nicht gesprungen. Ja, ich weiß, weil ich so spät wie möglich abspringen wollte. Da. Nein! Upp. Ich war auf der Leiter. Ich war sogar sehr gut auf der Leiter. Dann ist ja gut, wenn du gut auf der Leiter bist. Nein! Wieder Tastenwurm incoming. Hallo. Hallo. No, Millimeterchen zu spät, ne? Ja, ich wollte eigentlich das da machen. Jetzt sind wir uns wahrscheinlich im Weg hier, ne? Oh, nee, geht schon. Ja. Wenn ich falle, kannst du springen. Okay. Nein! Wieso Ja, nicht? ich bin nicht gesprungen. Haben wir ja gelernt, es nicht richtig, nicht zu springen, nicht wahr? Es ist nicht richtig, nicht zu springen. Das ist richtig, mein Schatz. Warte. Aha. Nein, fast. Aber ich hätte, würde eigentlich denken, dass der Sprung mit dem Schild funktionieren müsste. Auf dem Schild kannst du ja nicht landen, das ist es ja. Kannst du nicht? Ne. Du kannst auch ja auch auf kein Schild draufspringen. Ja? Ja, ist so. Ich bin nicht gesprungen. Das ist blöd. Kids, Julia, Kids. Nee, ich bin zu früh gesprungen. Ticken zu früh. Es geht! Was mit der Leiter? Na, ich bin nicht auf der Leiter gewesen. Okay.
Hast du, bist du so spät gesprungen, oder wie? Scheinbar. Okay. Also ich hab's irgendwie geschafft. Hast du dich hochgeglitscht? Keine Ahnung. Auf einmal war ich da. Bin aber ganz normal gesprungen. Ja. Also laufen und springen, mehr nicht. Ja. Okay. Ja, fast. Ein Ticken später. Na, guck ich mal runter. Ne. Jetzt komm. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht hinbekomme hier. Was mich aber verwundert, nee, ist die Tatsache, dass dahinter ein Schild hängt, wo JK steht. Das könnte Joke heißen. Also vielleicht ist doch die Leiter gemeint, aber ich bin darüber gekommen. Okay. Ich war oben. Wie viele Blöcke sind denn ungefähr zwischen den zwei Sprüngen? Also zwischen den zwei Blöcken hier. Ungefähr. Hier. Naja, dann müsste der eigentlich machbar sein zum Springen. Deswegen. Vielleicht habe ich irgendwie geglitscht, weil vielleicht ist das Schild so quasi eine unsichtbare Barrikade. Na. Komm schon. Ah, ja, falsche Taste. Das Schild zählt definitiv nicht. Also es kann schon sein, dass man wirklich tatsächlich die Leiter braucht. Das ist ganz komisch bei mir irgendwie gewesen, aber ich habe es geschafft. Ich habe das erste Mal ein Rätsel vor dir abgeschlossen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, aber es ist halt auch ein Zwinkersmiley da, von daher, mich würde es nicht wundern, wenn das wirklich nur ein Joke war. So. Nein. Du schaffst das. Hab's doch auch geschafft. Ja, irgendwie muss es ja gehen. Eben. Das ist so die Millisekunde, da wo man richtig springen muss. Ich hab den Fildorin gemacht. Du hast den Fildorin gemacht? Ich hab den Fildorin gemacht. Also den Glitch. Ja. Okay. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Alter, wie bist du da hochgekommen? Es kann schon sein, in Gottes Namen. Alter, das ist so ein Mini-Ticken zwischen... zwischen drüber laufen und zu früh springen. Ja. Das ist das Schlimme. Oh, ich komme auch nicht an die Leiter irgendwie. Was ist da los? Ach, by the way, wir sollten vielleicht mal wieder ein. Ich war an der Leiter! Get's it! Was nochmal? Heute Tage mal wieder einheizen. Eventuell. El! Ja. Ella. Heute geht's aber von der Wärme her im Zimmer hier. Ich fand's im Schlafzimmer diese Nacht so richtig kalt. Das interessiert sich die Zuschauer. War ich jetzt wirklich auf der Leiter? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich eben auch nicht. Ich bin halt irgendwie auf einmal so hochgeflubbelt. Genau, eben, ich ja auch. Ja, dann bist du ja doch an die Leiter. So, wir können übrigens weiter, Schatz. Ja. Sekunde. So. Wah! Da ging mir. Dame Mode 0. Da ging mir das Tempo aus. Nein! Vor allem, weil du nicht an die scheiß Zäune drankommen darfst beim Laufen, ne? Nicht? Ne. Weil du einfach Schwung verlierst am Block dran. Aha. Deswegen muss man ja auch immer von der Leiter, also von der Wand weggehen an den Leitern, an dem Sandstein. Okay. Das meine ich. Keine Ahnung. Den Schwung nicht verlieren. Sollte man Spawnpoint mal hier anständig setzen, weil der war irgendwo in der Pampa am Eck. Fand ich jetzt nicht so toll. So, Ecke wieder anvisieren. Da, ja, der Anfang ist halt ziemlich easy. Ja. Wow, ich spring zu weit. Darf man hier vielleicht gar keinen Sprintjump machen? Beim ersten? Doch. Ah, shit, jetzt habe ich den vorletzten verkackt. Ach, shit, ich wollte wieder rückwärts springen. Darf man schon einen Sprintjump machen? Sicher? Ja.
Ich springe nämlich da immer oben drüber. Ja, ich bin auch gerade drüber gerutscht. Musste gleich Umschalter dann hämmern. Hab ich, versuche ich eigentlich immer, aber... Aber vielleicht nicht so viel Schwung nehmen. Ja, mit weniger Schwung, mit einem Block Schwung, das reicht, Schatz. Na! Also Shift hat mir da gerade nichts geholfen. Ja, wenn dir Shift nichts hilft. Und da trotzdem dran vorbeigeslidet. Also ein Block Sprint reicht. Okay. Ah! So, Ecke wieder anvisieren. Komm schon. Yes! War mal nicht so schnell hier. Theoretisch ist die Folge auch zu Ende. Und ich bin durch! Yes! Was? Ich bin durch! Wow, das ging schnell. Ja. Willst du es jetzt auch noch probieren, oder wie? Ich will jetzt zumindest den einen Sprung würde ich noch ganz gerne hinbekommen. Ja. Uah, da hilft Shift nichts, du rutschst trotzdem runter. Nee, du warst ja drauf, du hättest nur auf Shift bleiben müssen. War auf Shift. Hat jetzt nicht so ausgesehen. Du bist kurz aufgestanden und dann bist du runtergefallen. Echt? Ja. Na, zu kurz. Ja, warte mal. Ich versuche noch mal ganz kurz da drauf zu landen auf dem Stempel. Kein Ding. Kannst du ruhig machen. Ja, kriegst dann. Du. Tom, beendest du die Folge? Und Tom, beende ich die? No. Jetzt komme ich wahrscheinlich auf den Stempel gar nicht drauf. Huch. Falsche Taste. So, komm Schatz, du schaffst es. Springe ich immer zu kurz. Vorher immer zu weit, jetzt zu kurz. Ja, weil du an der am Zaun hängen bleibst. Nee, ich bin doch nicht am Zaun. Jetzt zu weit. Ach, das versuche ich nächste Folge. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.